Okay, und das ist eine Oper? Könnte sein, oder? Oder ein Museum. Hübsch sieht's auf jeden Fall aus. Wake up, son. Damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Lies of P. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Heute bei, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Julian oder so ähnlich. Juliano, keine Ahnung. Denn bei dem sollen wir ja die Klamotten abgeben, die wir gefunden haben, beziehungsweise den Ring oder was auch immer. Wir sollen auf jeden Fall was bei ihm abgeben. Dann ist euch vielleicht noch aufgefallen, ich habe ein anderes Schwert in der Hand. Denn ich habe offscreen ein bisschen rumprobiert, was die Waffen angeht. Ich habe die jetzt auch schon auf plus 5 gebracht und das ist jetzt unsere Hauptwaffe. Denn die skaliert auf Technik. Ich habe die auch mit einer Technikkurbel versehen. Das heißt, die skaliert jetzt nur noch auf Technik, was unseren Schaden hochbringt. Nicht viel, aber es bringt unseren Schaden auf jeden Fall höher als das Ding hier. Denn die skaliert auf Fortschritt. Macht zwar einen Elementarschaden, Feuer in dem Fall, aber die hier macht wesentlich mehr Schaden, wie man hier unschwer erkennen kann. Deswegen werden wir hauptsächlich wahrscheinlich jetzt erstmal die spielen. Hab da so ein bisschen rumprobiert. Fand ich ganz nice. Nehmen wir die. Okay, gut. Na, dann gehen wir mal das Zeug hier ab. Oh, my Melody. This is her wedding ring. Our marriage should have been filled with joy. I failed you, Melody. I'm sorry. I should have mentioned she's a puppet. But she was real to me. I saw a shining soul inside her. Others laughed at me, but I knew the truth. I knew that she was in love with me too. Maybe I'm crazy, though. Who ever heard of a human and a puppet in love? So, das habe ich noch nie gehört. Ich habe ihre hinterlassen. Ich liebte. Oh, Melody. My Melody. Your words were everything to me. Ich glaube, jetzt haben wir gelogen, ne? Mist. She was my guardian angel. The reason I survived the Krat disaster. Even puppets have hearts, do they not? Perhaps all we need is something that helps us perceive what they're feeling. Sorry. I ramble when I get upset. Here's your reward. I think you deserve this ring more than I do. I'm more than happy with Melody's belongings. I wish I could offer something more, but this is all I have. Please. Remember the love Melody and I shared. Who knows? Maybe you'll find true love one day too. Ehring und traurig. Okay. She was my one true love. I don't think she was my one. Okay, verschwindest du jetzt, wenn ich jetzt raste? Nee, er ist noch da. She was my one. Okay, dann schauen wir uns mal kurz den Ring an. Da hinten. Und die Geste natürlich traurig. Furcht, traurig hier. Okay. Und der Ehering, da ist er. Erinnerung. Ein fein gearbeiteter Ring aus Edelmetallen. Er sieht aus wie das Symbol für eine gesegnete Ehe. Der Ring sollte der Braut bei den Segnungen an den Finger gesteckt werden. Leider erkaltet
erkaltete der Körper der Braut, bevor sie den Ring in Empfang nehmen konnte. Okay. Also nichts Ausrüstungstechnisches. Schade. Hier sieht es auch aus, als wenn es dann auch weitergeht. Hm. Na gut. Okay, dann muss ich jetzt erstmal gucken, wo wir jetzt weitermachen. Naja, eigentlich hier. Oder habe ich irgendwas übersehen? Na, wir gucken uns hier einfach mal ein bisschen um. Dann können wir auch gleich die neue Waffe testen. Ja, die macht definitiv wesentlich mehr Schaden. Okay. Oh, hi. Wo kommst du denn her? Da unten ging es nicht weiter. Das ist schon wieder ein bisschen her. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden hier. Da oben war der Heinz. Genau. Boah, Mist. Voll gegen die Wand gehauen. Okay, das ist natürlich bei der Waffe ein Nachteil. Alter, ja, klar. Ach ja, ich weiß wieder. Hier, da oben. Der komische Clown, der stand an der Tagesordnung, bzw. auf der Tagesordnung, ich erinnere mich. Okay. Auch wieder gegen die... Ja, ist klar. Alter. Mehr. Und ein bisschen mehr Reichweite haben wir jetzt auch. Also die Boostergriffe haben wir nach wie vor dran, ne? Das ist halt bloß die Klinge, die oben geändert ist. Die Boostergriffe fand ich ziemlich nice. Die hat auch so ziemlich die höchste Skalierung, die wir gerade von den Griffenherren hatten. Deswegen habe ich die genommen. Okay, dann müssen wir uns jetzt gegen den Clown beweisen. Das wird noch sehr interessant. Die Flammenwerfer-Typen wegmachen. Okay, da kommt der Clown langsam an. Hier sollten wir wahrscheinlich nicht gegen den kämpfen, ne? Da will ich trotzdem erstmal weg haben. Okay. Und jetzt der Clown. Puh. Oh, da kommt ja noch einer. Das ist ein Flammenwerfer-Typ. Das ist nicht gut. Ah, Mist.
Aua. Und dann haben wir natürlich jetzt auch eine neue Fähigkeit. Die zwar teuer ist, aber ich finde sie ganz gut. Boah, warum blockt er denn jetzt nicht richtig? Ja, der Clown macht mich fertig, ne? Au, 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 oh Gott. Sechseinhalb Stunden später. Na endlich! Meine Fresse! Den Quarz gab's dafür immerhin. Alter, hat das jetzt gedauert. Ich raste aus. Ich brauch gleich erstmal eine Pause, ey. Okay, schauen wir weiter. Jetzt nur, keine Ahnung, knapp eine Stunde gedauert, den da wegzukriegen. Ergo, wir sollten vielleicht auch mal leveln gehen und das Quarz dann eintauschen. Oh, wo bist du denn her? Ein Funkgerät oder ein Radio oder irgendwas ähnliches, oder? Da will ich noch nicht lang. Oh, hier kommen wir gar nicht hoch. Hm. Hätte der hier vielleicht was kaputt schlagen müssen? Ich weiß es nicht. Könnte durchaus sein, oder? Oder da oben ist einfach nichts. Das kann natürlich auch sein.
Na gut, dann bleibt ja nur der Weg geradeaus weiter. Ich hoffe, ein Stargazer kommt hier gleich mal. Würde ich sehr begrüßen. Okay, yeah. Yes, 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 yes. Eine Statue, okay. Ja, los. Benutzen. Okay. Zu Ehren der glücklichsten Tage unserer Familie wegen ihrer Anwesenheit. Ich vermisse dich immer noch, Camille. Okay. Das hat schon mal nichts gebracht. Traurigkeit. Nee. Boden prüfen, verhöhnen, traurig sitzen, klatschen, Stalker versprechen, beten, Furcht, prahlen. Vielleicht nochmal klatschen. Nö. Okay, dann nicht. Okay, was kommt jetzt hier? Sieht nach Boss aus, glaube ich. Wir mussten auch noch den Alk besorgen, ne? Fällt mir gerade so ein. Ich wüsste nicht, wo wir den jetzt herkriegen. Oha. Okay, das ist ein Shortcut. Okay, und das ist eine Oper? Könnte sein, oder? Oder ein Museum. Hübsch sieht's auf jeden Fall aus. Oh, da kommt schon die erste Begrüßung. Oh, da unten sieht's nicht mehr ganz so hübsch aus. Gut, wir gucken hier kurz mal ein bisschen rein und dann gehen wir gleich mit dem Stargazer zurück. Und geben erstmal das Ergo aus, glaube ich. Das ist am sinnvollsten. Noch ein Shortcut. Hi. Warum leuchtet die so? Warum hält die so viel aus? Boah, yo. Was geht denn ab? Stirb. Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Die hätte mich fast umgebracht. Störung. Jetzt geht's ja los hier. Da oben trampelt noch einer rum. Oh, shit. Da habe ich mich widersprochen. Okay, die sind nicht ohne. Ach komm, du hast doch nichts mehr.
Eieiei. Eieiei, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, die hält aber nicht viel aus. Die macht aber komische Sachen. Die macht sehr komische Sachen. Denn hier überall hin? Ich glaube, ich gehe doch lieber zurück. Das ist mir sehr unheimlich hier. Okay, wir gehen. Tschüss. Cool. Ein brennender Kronleuchter, na super. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Die Technik-Amulett. Jetzt bin ich ja gespannt. Wir gehen doch gerade auf Technik. Ich vergesse das immer. Worauf gehen wir gerade? Technik, ja, perfekt. Dann hoffe ich mal, ist das ein gutes Amulett. Träger-Amulett erhöht Gewicht. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Und Puppenzerstörer. Dann haben wir jetzt das Technik-Amulett. Wo ist es? Da. Technik plus 4. Ja, warum nicht? Das nehmen. Dann sind wir jetzt bei 31. Perfekt. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann gehe ich jetzt aber trotzdem zurück. Ach komm, den machen wir noch. Vorausgesetzt, wir kriegen ihn. Ja, da ist auch so ein... aus allem zusammengebastelt, oder? Schock. Schwere Not, ja. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Nicht sterben bitte. Wieder gegen die Wand. Ach Mann, komm. Okay, na dann können wir jetzt auch noch mal kurz reingucken, was da ist. Was sie beschützt hat. Es beschützt hat. Wir sind auf jeden Fall in der unteren Etage, so wie es aussieht. Für die legendäre Schauspielerin Adelina Corday. Auch diejenigen, die sich um ihren Ruf beneideten, liebte, was? Liebten ihre Lieder. Achso. Hier vielleicht mal klatschen ausprobieren. Ich wollte den Part jetzt eigentlich zu Ende machen. Mann. Eins nach dem anderen hier. Klatschen. Nö. Hat sie keinen Bock drauf. Shortcut. Sind wir auf der anderen Seite richtig? Okay. Gut, dann machen wir den Shortcut hier auf. Dann passt das ja doch noch.
Können wir nämlich direkt straight forward beim nächsten Mal gehen. Die rechte... Nee, vergiss es. Die rechte Seite gucken wir uns beim nächsten Mal an. Tschüss. Ja. Dann sage ich wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part von Lies of P wieder. Vielen Dank. Haut da rein. Oh, und die Goldmünzen müssen wir mal wieder pflücken. Na gut, ich habe eine Weile bei dem Clown gebraucht. Alles klar. Haut da rein.